Okidoki, ja, mir ist der Fehler aufgefallen. Bei den beiden Doom for Doom Videos, da habe ich den falschen Fehler als Quelle genutzt, weswegen das Overlay gefehlt hat. Nichtsdestotrotz ist aber auch egal. So viel gezeigt hatte ich ja dabei eh nicht. Also was soll's. So, ja, hier jetzt wieder mein Ton. Na? Das gute Stück Spiel mit den Klötzchen. Ah, da freut sich jeder Lego-Spieler, Strich-Strich Besitzer. Strich kreative Engine. Ne? Ich habe keinen Plan mehr, wo wir waren. Wir haben den automatischen Ofen fertig gestellt. Und was haben wir dann gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, also mein Tor, mein Let's Play. Kakao ist natürlich immer schön. Ja, genau. Ich weiß, was wir auf jeden Fall jetzt machen. Als allererstes Feld bauen. Das war, glaube ich, auch das, was ich mir vorgenommen hatte. Weil eben das mit dem Feld da vorne scheint überhaupt nicht zu funktionieren. Und ein Feld, das nicht funktioniert, naja, das gehört sich halt nicht. So, ja, alles bestückt. Jetzt haben wir sogar so viele. Yay, wir haben unseren ersten Überschuss. Nice. Nein, wo ist die? Fuck. Ja, gut, die drin können wir natürlich auch züchten. Lust und Laune dazu haben. Ja, wir das Holz, das Feld hier vorne, das werden wir einfach. Ach, das bleibt einfach so, wie es ist. Ganz ehrlich. Fuck off. Ich werde es nach und nach abbauen, heißt also, ich werde die Sachen ernten, damit ich mal neu einpflanzen. Dann wird es einfach nach und nach verwildern. Wir werden hier ein richtig schönes neues Feld bauen. Dazu werde ich wahrscheinlich die Fläche hier nutzen. Oder? Ja, doch. Ich weiß sowieso nicht, was hier abgeht. Das sieht so ganz schön nach Eingriff in der Natur aus. Ja, halt, also ich werde das hier ein bisschen angleichen. Das werde ich ein bisschen weiträumiger abbuddeln und den da hinten auch abbuddeln. Dann brauchen wir also zuallererst mal eine Schippe. Haben wir eine Schippe? Ja, wir haben eine Schippe. Das ist aber sehr nice. Zwar nur eine Holzschippe, aber gut. Natürlich wird das überall Stein drunter ist, so dass ich nicht mal hier fliegen. So easy. Bin ich auf einer Flucht? Ja, gut, da kommst du nicht weg. Okay. Gut, da hätten wir denn. Oh, ein bisschen Sand. So, ich brauche nochmal eine neue Schippe. Nein, nicht falsch. Wir haben ein Eisen, wisst ihr was? Dann können wir das auch mal großzügigerweise opfern. Da bitte. Einmal nach da, einmal nach da und dann haben wir eine Eisenschippe. Holy moly, dass ich das noch erleben darf. Ey, wow. Da sind wir quasi gleich fünfmal so schnell. Das Traurige ist, wir werden die Schippe auch gleich wieder aufbrauchen, weil der Sand hier ist, glaube ich, richtig, aber der Sand hier kommt raus. Das ist nämlich dieser grobe Sand und auf dem wächst nichts. Vor allem aber wächst er selber auch nicht mehr zu.
Soweit also hier, wenn wir normale Erde einpflanzen dürfen. So viel Erde haben wir gar nicht, Alter. Gott. Und ich habe auch keinen Plan, ob man aus dieser Korpserde irgendwie eine normale Erde gewinnen kann. Ah, siehst du, schon geht uns nämlich die Erde aus. Nee, hier kriegt man gar nichts draus gewonnen. Achso, ist ja auch normale Erde. Schon wieder. Das da. Ne, kriegt man gar nichts draus gebaut. So, der Plünder hier muss auch noch weg. Easy. So. Dann kommt das Ganze mal dahin, überall so. So, und der restliche Stück Erde nutze ich dann mal hier zum Abdichten von das hier. Das geht mir nämlich, will gesagt, auf den Sack. Ronny, der Profi-Architekt. Easy. Oha. So. Easy. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier unsere Grundfläche. Die werden wir dann jetzt noch ein bisschen. Ich mache meine Hütte auch ein bisschen abfahren. So. Okay. Dann brauchen wir jetzt Wassereimer. Haben wir welche? Ich hätte das eine Stück Eis nicht verbrauchen dürfen. Ach du, wow! Digga! Stimmt, wir waren ja auf letztes Mal in dieser Höhlentour da. Da war ja was. Ah ja, aber dafür haben wir nicht allzu viel Eisen. Ah gut, heißt also, wir müssen ein bisschen Spaß am Umgehen. Wir dürfen also nur einen Eimer bauen. Und müssen den dann quasi, ja. Hüten wir unser Augapfel. So, das heißt, wir brauchen Eimer. Da, da, da. Danke. Danke. Arschloch. So, mit der Eimer. So, erstmal hier noch ein bisschen vorarbeiten. So, wie wollen wir unser Feld gestalten? Also hier kommt auf jeden Fall Zaun hin. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt dann auch drin hin. Ja, doch, so sollte reichen von der Breite her. So, und dann immer drei Felder. Heißt also, bis hier geht das Ding. 1, 2, 3. Wassergraben, 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 Wassergraben. Hab in der Nähe von deinem Haus eine riesige Höhle gefunden. Mein Haus? Ach so. Ja. Was hier meint, ist das Ding, ja. Wobei.
Da hat sie sich auch gleich mal ausleuchttechnisch hingegeben. Also 1, 2, 3, 4, dann kommt hier ein Trampelpfad. 1, 2, 3, bam. So. Na komm. Jetzt hier wieder 1, 2, 3, Trampelpfad. 1, 2, 3, Wassergraben. So, okay, hier waren wir natürlich 1, 2, 3, hat alles geht bis hier. Wir müssten also den hier noch wegnehmen. No problemo. So. Okay, jetzt brauchen wir Holz. Haben wir Holz? Holz, ja klar doch. Holz haben wir massig. Ich weiß nur nicht wo. Da. Dschungelholz, der kommt die Sonne richtig raus, ey. Boah, ich kann halt gar nichts mehr. So, wir brauchen erst wow. Ronny, geh nochmal zur Fahrschule. Ja, komm, wir nehmen mal, komm, nehmen wir das hier. Thanks. Gering. Easy. Ich weiß nicht, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 32. Wir haben schon viel zu viel. Mehr brauchen wir gar nicht. Ach Quatsch, nee, halt, ich schon wieder. Ich bin noch bescheuert, ja. So, jetzt brauchen wir nochmal 4 und... Nein. Stopp, wir brauchen, wir haben vier so eine Dinger. Dann haben wir 2 Stöcke, müssen dazwischen sein. Ich überprüfe mal kurz mein Wissen. 1, 2, 3, 4. Und 2 dazwischen. 1, 2. Genau, das ist jetzt ein Gatter. Ne, ist ein Zaun, genau. Das heißt also, wir brauchen, wir haben 64, wir brauchen 64, 2x 64 Holzstöcke. Die lasse ich im Monster Richtung raus. Das heißt also, wir brauchen 2x 64. 2x 64 heißt, wir brauchen. ...32 von diesen Holzdingern. 32, das sind also auch wieder 64. Digga, ich bin komplett raus. So. Easy. Ha! Digga. Meine Rechenkünste sind ja phänomenal. Warum eigentlich so viel? So viele Säulen brauchen wir doch gar nicht. Oh Gott, ich geh mich begraben, Alter. Ich will einfach nur noch sterben, ey. Doch, reicht das mal. So viel brauchen wir eh nicht. Das sind viel zu viele. Was habe ich denn wieder getan? Warum kann ich auch nicht? Da kommt noch eins hin, da kommt noch eins hin, da kommt noch eins hin. Da kommt noch eins hin. 1, 2, 3, 4. Ach, geht raus hier. 1, 2, 3, 4, genau. Da. So. Ah, die waren schon beide zu viel. Hätte mir stecken. Oh, komm jetzt, mach ich nicht. Ist ja lieber normal, ja. Thanks. Giving. Oh, doch. Ach man, jetzt. Also gleich fange ich an zu schreien. Siehst du, mein Hund schreit auch schon. Oh, die haben sich auch verkalkuliert. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das muss weg. So. Jetzt brauchen wir Wasser. Und zwar nicht gerade wenig. Komm. Nein. Warum muss an solchen Stellen immer so was Hässliches zum Vorschein kommen? Bam. Okay. Auf zum Meeresspiegel. Wir können eigentlich die ganze Kacke hier auch mal abbauen. So.
Easy. Wow. Yay. Wow. Alter, ich muss, sollte mir mal hier diese Sprint-Privilegien nehmen. Kommst ja gar nicht damit klar und ich habe mich eingebaut. Verfickte Scheiße. Das Ding nehmen wir raus und hier kommt dann, beziehungsweise, ist das sinnvoll? Naja, doch, irgendwo schon. Das war eigentlich nicht, aber. Eigentlich hat das sowieso alles Quatsch. Hier muss auch Trampelpfad hin. Da. Da. So, ist auch alles Trampelpfad hin später. Okay. Das heißt, wir haben hier dann unser Gatter. So, dementsprechend kommt das dann noch da, das kommt da raus, da kommt noch da, das kommt da raus, das 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 kommt noch da, das kommt noch raus. Ist das kompliziert? Das kommt noch da, das kommt da raus, das kommt da, das kommt da raus, das kommt raus, das kommt rein, das kommt da raus. Recht so lange hier. Aus jetzt! Goddammit! Okay, unsere Felder sind fertig. Also die Bewässerung der Felder natürlich. Jetzt kommt noch The Next Generation Trip. Haben wir eine Hacke? Eine Harke? Spitzhacke, Spitzhacke. Nein. 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 Okay, dann müssen wir eine bauen. Das geht mit Stein und ein bisschen Stock. Easy. Ach ja, ein Gatter brauchen, Gattertor brauchen wir dann auch noch. Komm, dahin. Ja, ich weiß, ich hätte die Felder auch vier breit machen können, aber ganz ehrlich, das war mir dann doch ein bisschen. Ist mir immer ein bisschen zu groß bei so kleinen Flächen. Wenn es jetzt Flächen sind, die weiter nach hinten gehen, also die jetzt von der Länge her größer sind, dann kann man die auch breiter machen. Aber wenn die jetzt praktisch nur vier lang sind oder geplant 5 lang sind und dann aber hier 3 nach hinten 4 zur Breite gehen, ist dann auch irgendwie scheiße. Mein Server hängt schon wieder ganz schön hinterher. Warum das denn? Oh, CPU-Auslastung von 30%. Halleluja, Digga, was ist denn da los? Faut da schon wieder einer kleine Kinder? So, und jetzt können wir die Schippe nehmen und mit der Schippe können wir hier, wenn mein Plan aufgeht, schöne Trampelpfad. Das letzte lasse ich mal immer. So, gut, okay. Ja, bei dem Rest muss ich jetzt mal warten, bis sie wieder grün geworden ist. Naja, Schweine und Schleime sind ja fast das gleiche. Okay, haben wir jetzt noch hier ein bisschen Sach, was wir abbauen können, irgendwie? Eine Schande hier, eine Schande. Ah gut, vergessen wir das halt da hinten. Stattdessen nehmen wir mal hier ein bisschen Zeugs aus der Krabbelkiste. Da haben wir gar, Alter, wir haben vier. Digga, wollt ihr mich fricken? Na komm, hoch da. Ist das hier doch alles geschützt? Ich hoffe doch. Ja doch, sieht alles geschützt aus. Ja, ist alles geschützt. Sehr schön. Okay, dann nehmen wir jetzt da. Okay. Sie sind nur nicht abgeneigt gegen. Achso, was ist da von mir? Schon wieder. Digga, draußen die Sonne. Ich sehe nichts. Verfickte Scheiße. So, okay, wir haben. Da war noch ein bisschen Eisenerz. Ah, interessant. Alles da rein erstmal. Ja. Gut, das. Ja.
Dann müssen wir nur noch warten, bis das Kakao da weg ist, damit wir das Kakao. Ich mache erstmal hier, ich mache erstmal das Gatter. Das Gatter. Gatter, 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 Gatter. Gatter geht genau andersrum. Davon zwei in der Mitte und dann hier von vier außen drumherum. Da kommen wir jetzt dahin. So. Und wir brauchen ja heute mal ein richtiges Haustier. Ich bin irgendwie dafür, das die Haustier direkt hier hinzusetzen. Aber das ja irgendwie auch der Bereich ist, von dem wir am meisten irgendwie da reinkommen. Ja, ich mache das alles mit der Handkante. So, haben wir hiervon noch ein bisschen Holz? Das ist ja dieses F-Bahn-Holz. Ach nee, scheiße. Das ist das S-Bahn-Holz, was ich letztens verbrannt habe. Oh mein Gott. Ich hab's vor dem Untergang bewahrt. Fuck. Na komm. So. Easy. Jetzt kann man hier nämlich eine schöne Tür reinbauen. Wisst ihr was? Eigentlich können wir doch hier unten auch direkt sowas hinsetzen. Wo war denn das Ding jetzt? Das da. Gehört sich eigentlich für den Keller. Das macht denn da irgendwie doch etwas Sinn. So, und zwar stellen wir das Ganze doch schon mal direkt hier hin, so schön davor. Wow! Was war das Falsche? Ich meine das da. Okay, so. Was jetzt? Was soll ich jetzt machen? Tür, eine Tür, eine Tür. Und zwar aus dem dunklen Holz, das da. Weil hier hat er jede Holztür, jede Holzform hat eine verschiedene Farbe. Jede Holzsorte hat eine verschiedene Baumtür, so rum. Das Ding sieht fast aus wie so eine Toilettentür. Nee, dann mach ich mal lieber das hier. Das hat so ein schöneres Design. Siehst du, jetzt haben die Dinger hier doch einen Verwendungszweck. Da komm jetzt hoch hier. Ach, ja. Traumisch. So, das Ding kommt jetzt quasi hier rein. Upp. So, damit kommt das Ding dann weg und da kommt nochmal Dschungelholz hin. Easy. Okay. Haben wir das auch? Hier wächst das Ganze gedönst. Ja, mit das hier hat ein bisschen gedauert. Das mit dem Reinspringen war ja nicht so professionell. Das Zeug hier wächst einfach gar nicht. Ist doch gar nicht. Krieg ich hier wenigstens Samen zurück? Ich krieg die Sachen sogar zurück. LOL! Ha, ihr Bitches! Abgeschiedet, ich krieg euch alle hier. Oh, nice! Mir war irgendwie so, dass wenn man die Sachen zu früh abbaut, man mit hoher Wahrscheinlichkeit, also wird ja noch Wahrscheinlichkeit berechnet, was soll ich jetzt sagen? Genau, die sind dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sachen verliert, komplett. Aber wir haben die Sachen tatsächlich bekommen. Das ist nice. Sogar das hier haben wir bekommen. Und das hier. Das ist ultra geil. So, jetzt haben wir hier noch 6 Stück. Ach komm her. So, und die letzten Felder. Wie mache ich das am dümmsten? Ja, ich mache erstmal. Und auch diese beiden mache ich komplett für Weizen. Das macht wahrscheinlich Sinn. Und hier mache ich einmal Karotte und einmal Kartoffel. So, easy. Ja, das Ding hier. Hätte ich nicht ranpflanzen dürfen, die ganzen Sachen. Alter, das kommt ja auch nicht mehr ran hier. Was ist denn hier los? Wisst ihr was? Hier gleich das Spiel, wenn man die Sachen eh wieder bekommt. Dann schlagt mich doch dafür. Ich die Aufschläge.
So, ja, perfekt. Ach, guck jetzt hier. So. Und das Ding, das stellen wir jetzt woanders hin und vermittelt dafür sogar schon ein schlummeriges Plätzchen und zwar hier so. Hier haben wir auch noch so ein bisschen was, was so, naja, ich nehme mal meine Schippe lieber, was hier so ein bisschen so vorsteht und da dachte ich mir so, weißt du, der tut dir doch keinen Zwang an und setz einfach hier das Stück Scheiße. So, hier so ungefähr. Dann können wir nämlich jetzt hier unsere Kacke bauen. Das wäre dann ungefähr hier so. Doch, nee, lieber so. Bam, bam, genau. Easy. Fuck, das war jetzt so hoch. So, und hier können wir jetzt schön unser Kakao anpflanzen. Dann haben wir bei uns alles quasi in der Nähe. So, hier haben wir ein schönes Feld, was hoffentlich ein bisschen besser wächst als das da vorne. Wo ich immer noch nicht weiß, warum das da vorne so beschissen gewachsen ist. Absolut kein Plan. Bitte. Hey, wieso geht das jetzt? Der die Kacke nicht umändern, wenn er was drüber ist oder was? So weit kommt's noch. Ernsthaft, Leute. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wird das hier nicht, wahrscheinlich nicht mehr grün. Das ist natürlich nicht so schön. Ganz im Gegenteil, das ist sogar ultra scheiße. Wisst ihr was? Ich tue jetzt etwas, was man eigentlich nicht tun sollte. Die Frage ist, wie heißt die Kacke? Dwygrass. Wow. Auf so einen Namen kommt doch nur. Ja, wäre jetzt der Geile. So. Ich weiß nicht, wird das, wenn man das da ist, wird das denn grün oder? Ich hab keine Ahnung. Wir lassen es einfach mal da. Wir lassen es da einfach mal eine Weile. Und dann werden wir sehen, ob sich das da was ändert oder nicht. Und wenn es sich echt nicht ändert, dann schiebt uns einfach so ein Block. So, erstmal bessern wir das hier aus. Okay. Hat sie uns gegeben. Weil wir haben nämlich gar nicht die Rechnung dafür, soweit ich weiß. Obwohl, wenn wir die Fly-Rechte haben, da habe ich mir damals wahrscheinlich auch die Flugrechte gegeben. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. So. So, jetzt wird das hier auch nach und nach grün. Dann haben wir hier so einen richtig schnieken Trampelpfad später. Ja, müssen wir nur noch warten, bis das ganze Zeug tatsächlich endlich mal grün wird. Das war es auf jeden Fall erstmal für die Aufnahme.
Ja, und dann würde ich mal sagen, sieht man sich denn wieder. Bis dann. Tschüss.